Ja Leute, und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 3 Part 7 müsste das sein. Und wir sind hier letztes Mal stehen geblieben und erkunden das jetzt mal, was hier nicht funktioniert, weil uns da eine Kraft fehlt. Wir müssen gleich hier hochklettern. So. Und zwar das alles. Ja, dann geht erstmal los, wa? Da haben wir ein bisschen was zu tun. Muss ich sagen, fand ich damals schon als Kind sehr cool gemacht, tatsächlich. Ja, und machen wir jetzt mal weiter. Ich meine, ein paar davon, die zerbrechen auch. Aber es kommt, glaube ich, nachher erst. Ja, hier der. Genau, der zerbricht. Das sieht man so ein bisschen. Da ist die Textur anders. Ja, wieder heute ein entspanntes Viertelstündchen. Metallschilde, Kristalle sind immer gut. Nicht die Treppen runterfallen. Ist immer schlecht. Ich bin derjenige, der es hinkriegt, die Treppen vorwärts hochzufallen. Jo. Alles schon gewesen, ne? Wer kennt's nicht? Ey, da wollte ich gar nicht hin. Oh, das ist ja gar keiner. Oh, Alter. Das war gar keiner. Alter Schwede, ey. Da ist nix. So. Sind wir schon angekommen hier. Jetzt haben wir hier den Gleiter. Laut Seam haben die auf dem Vulkan eine Mönchsexpedition verloren. Die sind bestimmt mit diesen Gleitern da hoch. Ja, Betonung auf verloren. Hältst du es nicht für ein Zeichen, dass die verschwunden sind? Hallo? Dax, hab keine Angst. Wir müssen bloß die Beschleunigerringe treffen, dann haben wir's. Oh nein! Siehst du hier Federn? Für mich sieht's wie Fell aus. Keine Federn, kein fliegendes Otzel. Auf keinen Fall kriegst du mich auf so einen Precursor-Mönchschrott. 0,0 Chance. Vergiss es. Finito. Ist nicht drin. Nein. Nein. Niemals. Nie. Richtig gut. Ah, geil. So, schieß auf geschlossene Ringe. Um sie zu aktivieren. Okay. Sollte kein Problem sein. Hoffe ich. Ist schon geil gemacht, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie kreativ man damals einfach war. Heute in den Spielen fehlt mir das grundlegend irgendwie so ein bisschen doll. Ich finde die Spiele heute, die unterhalten einen zwar, oder die sind meistens so ausgemacht, ich will jetzt keine Namen nennen, einen auf Langzeit zu unterhalten, aber bieten halt in dem Sinne wenig Inhalt. Es ist diese, ja, schwierig. Vielleicht wissen die ein oder anderen ja, was ich meine. Es ist für mich jetzt schwierig zu erklären, aber ich habe das Gefühl, die Spiele heute legen mehr Wert auf, ja, auf Menge und nicht mehr auf Qualität. Also hier geht's Quantität vor Qualität. Finde ich schade. Weil es ist ja merkwürdig, ne? Es hat ja wohl seine Gründe. Es wird wahrscheinlich vielen anderen auch so gehen, aber die alten Spiele auf den alten Konsolen, irgendwas zieht mich immer wieder zu denen hin, früher oder später. Das passiert bei den neuen Spielen ganz selten bis gar nicht. Manchmal kaufe ich Spiele, weil ich denke, oh, vom Trailer her und vom Gameplay her, was andere aufgenommen haben, sieht das ja ganz toll aus. Und dann spiele ich das zwei, dreimal und dann ist der Witz auch schon wieder weg und der Drop's gelutscht. Also, weiß ich nicht. Das ist, finde ich, immer ein ziemliches Trauerspiel. Leider. Vor allem, weil die Spiele heute, die sind alle unfertig, wenn sie released werden, ne?
meistens Beta, Alpha, Closed Beta, Closed Alpha. Hast du nicht gesehen? Damals wurde ein Spiel released, wenn es fertig war und gut. Heißt nicht, dass sie fehlerfrei waren. Ja, ganz klar. Aber trotzdem, damals hat man sich irgendwie mehr Mühe gegeben, ein fertiges Produkt abzuliefern. Heute kriegst du bei jedem Spiel 1000 Updates und musst eine Internetverbindung haben. Das ging damals auch ohne und seht euch an, was für geile Spiele da gemacht wurden. So, Rundflug über die Wüste beendet, oder was? Tja, damit kommen wir wohl nicht mehr zurück. Sehen wir uns mal um. Bin gleich hinter dir, Vater! Weit hinter dir! Die sind so cool. Alter Schwede, ey. So, dann wollen wir uns hier mal erkunden. Oh, da sollen wir nicht lang, wa? So, gucken wir mal, was wir hier Feines haben. Der ist auf jeden Fall Kernschrott. Da hat er recht. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar Metallschädelkristalle. Und ihr seht schon, diese reflektierenden, abprallenden Kugeln suchen sich ihr Ziel selber. Finde ich sehr cool. Sind meine Soundeinstellungen noch dieselben? Und die Pegel schlagen recht weit aus. Ja. Können wir ruhig mal ein bisschen weiter runter drehen. Ah, so. Ah, komm, lassen wir das da. Aber den machen wir auf 55. So. Ja. Wollen wir mal. Ich finde auch wieder hier die Levels sehr schick gestaltet. Diese Sprungechse könnte nützlich sein. Oha, Sprungechsen. Ich finde es einfach cool gemacht. Gefällt mir. Ich stelle mir mal vor, wie das aussehen würde, wenn es das in einer aktuellen Engine auf PC geben würde. Wäre so mega. Wichtig ist aber, dass die Engine auch die alten Bewegungsabläufe unterstützt und dass die Animationen genau die gleichen sind. Das darf nicht verändert werden. Das darf lediglich von der Grafik her auf den aktuellsten, neuesten Stand gebracht werden mit detailreicheren Büschern, Texturen generell. Vielleicht hier und da, wie beim Remaster von der Insane Trilogy von Crash Bandicoot, dass man die Levels halt optisch überarbeitet, aber im Großen und Ganzen, dass es dasselbe ist. Dass man das sofort wiedererkennt, wo man sich befindet und was man hier gerade für ein Level spielt von damals. Das ist Pflicht. Wo ist denn das Vieh jetzt? Da ist er. So, gucken wir mal auf die Karte, wie das hier aussieht. Ja. Ja. Schon recht groß. Halt natürlich nebenbei immer die Augen offen nach Geheimnissen. Ah, gut. Ja.
Lassen wir mal so im Raum stehen. Nein! Aber immerhin, wir müssen das Level nicht immer von ganz vorne spielen. Das haben sie hier halt ein bisschen, ja, angepasst, sag ich mal. Nein! Oha, ich wollte mir fast an der Nase kratzen. So. Hier warten, bin gleich zurück. Okay, Dexter. Es ist dein Auftritt. Packen wir auch gar nicht lange rum. Oha. Das habe ich nicht kommen sehen. Tja. Ja, okay. Gut, das machen wir nochmal von vorne. Das geht ja noch. Oha, das war knapp. Hey, jedes Mal. Hey, ich dachte, ich habe dich miterledigt. Geh weg. So, jetzt warten wir kurz. Zack. Ja, genau. Okay, okay. Okay. Komm schon, Dexter. Halt, was in dir steckt. Peitsch die Lava. Haha. Hey. Scheiße. Ja. Alles noch im Rahmen. Noch finde ich das witzig. Ja, ich hab doppelt gedrückt. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Wir haben gerade erst ja angefangen mit dem Level hier. So, komm jetzt. Schwing die Hufe. Da war noch gar nichts. Oh Mann, du. So. So, jetzt aber hier, geht doch. Da warte ich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das so geil, wie Dexter immer den einfach, er merkt gar nicht, was er immer für einen Schaden macht. So gut. Oh ja, hier warten wir schon. Mal auf die Schulter.
Ja, mega. Und jetzt gehen wir da wieder lang und können mit Jack weitermachen. So cool. Das finde ich ja, habe ich ja schon mal in Jack 2 gesagt. Ich finde das so cool, wie sie die Levels mehrfach ausnutzen und kreativ mehrere Wege machen oder diese Sektion halt öfter nutzen. Finde ich ganz cool. Ich hatte mich mal informiert, weil mich das interessiert hatte. Es gab zwei Sprecher von Jack, tatsächlich. In Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Nee, Dexter war da ja noch nicht in dem Sinne. Jack 1, The Precursor Legacy. Da hatte Jack einen anderen Sprecher. Das liegt daran, tatsächlich, dass er in Jack 2 und 3 einen anderen Sprecher gekriegt hat. Weil der erste tatsächlich verstorben war. Und zwar sehr jung. Ich glaube mit 24, 25, ich weiß das nicht genau. Fand ich tatsächlich recht interessant, das wusste ich nicht. Aber also nichts gegen die erste Stimme, fand ich auch gut. Aber ich finde die Stimme, die Jack hier hat, die ist ja mal echt mega geil, ne? Also so eine geile Stimme. Passt richtig gut. Ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige mit der Meinung. Mega Stimme. Oha. Ist hier ein Geheimnis? Hier wäre so ein passender Platz für ein Geheimnis gewesen. Was ist hier unten? Okay, da waren wir gerade. So, dann wollen wir hier einmal rüber. Oha, Leute, ich sehe gerade, wir haben schon total überzogen. Ich würde sagen, wir machen hier auch erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann hier direkt im nächsten Part wieder. Ja, macht's gut, bis dahin.